Ja, welcome back to Tomb Raider. Nachdem wir letztes Mal hier in dieser, genau dieser Grabkammer, oder ist ja gar keine richtige Grabkammer, aber da gab es auf jeden Fall auch was zu erkunden, so ewig gebraucht haben, haben wir uns ja für heute vorgenommen, dass wir storytechnisch mal weiterkommen. Wir sind auf dem Weg zu Endurance, wir sollen unten Werkzeug besorgen. Unser Crewmitglied, der Alex, der scheint da schon auf eigene Faust losgezogen zu sein. Die Lara hielt es jetzt nicht für so eine gute Idee. Wahrscheinlich, weil eben die Solari-Leute dort auch abhängen. Und ja, wahrscheinlich, wenn sie uns in die Finger bekommen, nicht so freundlich gesinnt sind. So, jetzt erstmal raus wird aus der Bunkeranlage. Bogenhammer anvisiert. Und hier brauchen wir wieder Schrotmunition. Nein! Ah, okay, ich dachte gerade. Okay, es war dann schon richtig, dass ich hier runtergehe. Ich glaube, da muss man springen. Ah, es war aber auch um Haaresbreite. Ja, die Munition kriegt man zurück, wo wir gerade verballert haben. Und dann müssen wir wahrscheinlich hier entlang. Ja, da ist der Ausgang. Hier kommen, sind wir reingegangen. So, erreichen Sie das Wrack der Endurance. Dann geht's mal weiter hier. Die schöne Hängebrücke entlang. Die wollen jetzt aber nicht ernsthaft, dass wir auf diesen Balken da springen, oder? Wir können uns auf jeden Fall schon mal eine Möwe zum Abendessen schießen. So. Und es funktioniert. Ich dachte jetzt eher, dass sie da abrutscht und... Na toll, die Möwe liegt so zwischen den Brettern, dass wir die gar nicht... Ah doch, da war doch gerade das X-Symbol. Oder auch nicht. Hallo? Das gibt's doch nicht. Ja, hat funktioniert. Eine Erfahrung, das war natürlich der ganze Tanz hier wert. Wir müssen wahrscheinlich ein Seil spannen, aber wohin denn? Ach, da unten, ja, okay. Habe ich nicht dran gedacht, dass wir mittlerweile ja auch so die Seile spannen können. So. Können wir das hier aufreißen? Wahrscheinlich nicht. Verdammt, nee. Das kann ich noch nicht. Noch nicht? Das heißt, sie kann das wahrscheinlich irgendwann mal aufreißen. Und ein Tagebuch. Die Sonnenkönigin wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe. Kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Priesterin Hoshi beschreibt in diesem Tagebuch ihre Angst. Sie befürchtet, als neue Sonnenkönigin auserwählt zu werden. Ja. Scheinbar hatte diese Krönungszeremonie ja dann auch damit zu tun, dass die irgendwie ja, getötet wurden dabei. Und deswegen ist die Angst natürlich berechtigt. Okay, da kommen wir nirgends weiter. Dann geht es wahrscheinlich hier durch die Höhle. Bunker an der Klippe. Aktuelle Position. So, ich wechsle mal auf die Pistole, die ist wahrscheinlich hier für Nahkampf besser. Wenn es überhaupt zu einem Kampf kommen sollte, aber ich vermute es mal stark, das ist doch meistens so.
Die Endurance. Da. Sie schlachten sie aus. Okay. Ich denke, wir haben ja auch was Ähnliches vor. Ah, das ist noch zu wenig Bergungsgut, da kann man noch nichts machen. Wir wollen das Werkzeug uns holen. Und ein bisschen Obst essen wir auch noch dabei, wenn hier schon was so toll wächst. Okay, hier rüber sollen wir das Seil spannen. Okay, und dann wahrscheinlich an den Rohren hier entlang klettern. Ziemlich weiter Sprung. Aber er funktioniert. So, hops. Und dann hier rüber. Mal nur Interesse halber für was. Wo geht's denn da drüben dran? Wahrscheinlich nirgends. Okay, und hier geht's nach oben. Tatsächlich scheint hier irgendein Geschütz aus dem Zweiten Weltkrieg zu sein. Hat mich hier auch zurückgelassen. Den können wir hier ganz leise töten. Aber wir haben letzte Woche schon alle Tragbaren raufgeschafft. Brauchen die ein scheiß Stadionsflutlicht? Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht. Nein, so redet man nicht. Ruhig halten, wir ziehen ihn rauf. Was steht da oben im Palast vor? Dieser Rauch, der über dem Tag aufsteigt. Jetzt ein Problem, dann wüssten wir Bescheid. Okay, da haben wir einen Schweißer. Den können wir vielleicht mal leise ausschalten. Ja, du sollst ruhig sein. Halt den Mund. Moment, er klemmt. Scheiße. Und jetzt? Dieser Job ist scheiße. Bruder. Ja, jetzt beruhig dich mal. Ich kotze das alles an. Wir bergen diese ganze nutzlose Scheiße. Reißen uns den Arsch auf. Und wofür? Vater Matthias. Die scheiß Sonnenkönigin. Wie lange müssen... Achso. Was ist da unten los? Hat er dem gerade ins Knie geschossen? Alles bestens. Nein. Jetzt nur den Generator wieder in Bewegung. Oh Mann. Also eins finde ich schon mal praktisch, dass der hier das Fass hingetan hat. Das verlangt natürlich danach, dass er hier... Okay, auf die Stamms nehmen wir dann mal den Bogen. Wo kommt denn da noch? Ah, okay. Ja, verdammt. Da habe ich nicht damit gerechnet, dass da auch gleich welche herspringen. Okay, also nochmal. Was geht da oben im Palast vor? Der Rauch, der über den Tag aufsteigt. Okay, den hier können wir ja problemlos ausschalten. Du sollst ruhig sein. Halt den Mund. Verdammt! Moment, er klemmt! Scheiße! Und jetzt? Dieser Job ist scheiße. Bruder, bitte! Ich bin nicht dein scheiß Bruder! Ich kotze das alles ab! Ah, da ist der Schweißer, den können wir ja wahrscheinlich auch so töten. Und wofür? Vater Matthias! Die scheiß Sonnenkönigin! Wie lange müssen... Okay, dann haben wir den umgebracht und dann können wir doch nicht. Okay.
Oh shit. Ah Mist, der war hinter uns, den habe ich nicht gesehen. Ah, schwierige Stelle. Wo bin ich denn jetzt? So, noch mehr am Start. Ah ja, da kommt so eine Dose. Aber irgendwie so eine einzelne Dose ist ja auch kein großer. Ja, jetzt komm her. Lebt der immer noch? Jetzt aber, oder? Das war's. Okay. Ja, ich glaube, die Situation wäre damit gemeistert. Dann können wir ja wieder in Ruhe hier Bergungsgut einsammeln gehen. Da kommen wir, glaube ich, her. Da hat noch Pfeile. Haben wir voll, okay. Brauchen wir keine. Was gibt's hier noch? Bisschen MG-Munition, Schrotmunition brauchen wir auch nicht. Granaten wären cool, wenn wir die wieder kriegen würden, aber wahrscheinlich nicht. Die haben wir auch ein bisschen verheizt hier. Aber war ja mal ganz nett, die einzusetzen. MG-Munition, Granaten haben wir voll sogar. Also haben wir wohl doch wieder zurückbekommen. Da ist das Loch im Boden. Wir müssen in die Richtung weiter, nehme ich an. Granatenkiste, MG-Munition, was haben wir hier noch? Ein Tagebuch. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Sie gingen ins Landesinnere, zum Kloster. Aber ich glaube, dass ihre Suche erfolgreich war. Von der Expedition. Okay, das war wahrscheinlich auch hier im Zweiten Weltkrieg, die wo hier dieses Lager aufgebaut haben. So. Ja, such mal Deckung. Wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Also komm. Verdammt. Okay, wenn wir schnell reinrennen, könnten wir doch das Fass in die Luft jagen gleich. Genau so meinte ich das. So, und jetzt schauen wir doch mal hier rüber.
Nee, er kommt nicht. Oder kommt er doch? Ah, da ist er. So. Nachladen und dann könnten wir uns um die oberen hier kümmern. Okay, hier gibt es niemanden, um den wir uns kümmern sollten. Dann sammeln wir doch mal noch schön ein, was er dabei hatte. X wollte ich drücken. Bisschen Werbung ist gut. Tut immer gut. Was ist denn los? Wer schießt? In Deckung, ein Eindringling. Zweiter Teil der Schrotflinte gefunden. Sehr schön. Und das haben wir hier noch ein bisschen Bergungsgut und Pfeile brauchen wir gerade nicht. Und ich habe hier noch Leute gehört, das heißt, es ist noch nicht vorbei. Da. Hier ist er doch irgendwo. Nur sicher gehen, dass hier keiner uns in den Rücken fällt. Was? Ach, das gibt's doch nicht. Ein Samurai-Schwertkämpfer hat uns erwischt. So ein Mist. Also nochmal. Was ist denn los? Wer schießt? In Deckung, ein Eindringling. Vielleicht können wir sie umgehen. Okay, ich rücke vor. So, diesmal nicht mein Freund. Ich mach dich fertig. Ja. Diesmal nicht. So, Munition oder Bergungsgut einsammeln. Waffe ist geladen. Da oben. Ich glaube, es sieht gut aus. Langsam reicht es auch hier. Das ist ja echt mehr strenger bewacht als alles andere bisher. Okay. Wir probieren es einfach mal. Wir springen hier rüber. Bleiben aber schön in Deckung. Aber ich glaube, es ist geschafft. Und wir... Da habe ich doch gerade noch was gehört. Ah, da oben springt noch einer. Ah, da ist er. So. Jetzt müsste es aber wirklich geschafft sein.
Ah, verdammt! Ich wollte natürlich das Fass greifen. Zum Glück noch. Ging gerade noch mal so gut. Voll viele Leute hier am Start gewesen. Hier haben wir noch ein bisschen Bergungsgut und eine Kühlbox, um uns erstmal wieder ein bisschen zu stärken. Dann können wir hier rüberspringen. Und nochmal denen ihre Kühlbox leer verspannen. Was gibt's hier noch Schönes? Eine Kiste voll Bergungsgut, ein Traum. Wir haben so viel Bergungsgut, dass wir bald wieder unten Waffen-Upgrade vornehmen können. So, nicht in das Loch reinfallen. Und dann haben die ja hier schon mal so eine Startrampe parat gelegt. Hallo? Lauf jetzt da hoch. Und hochziehen. So, jetzt können wir da rüberspringen. Probieren wir es. Und es funktioniert. Sehr toll. Alex. Schöner Sonnenuntergang. Was für ein Mist bist du denn da wieder reingeraten? So, hier liegen noch die Jungs. Die hängen hier noch ein bisschen ab. Und den Kühlbox brauchen wir auch nicht mehr. Was haben wir hier? Wir können da irgendwelche Flaggen anzünden. Vorherige Bewohnung, neue Herausforderung, Abschließung für EP. Eine von vier Flaggen. Ist leider auch das erste Mal, dass ich die überhaupt gesehen habe. Nein! Oh nee. Ärgerlich. Ich habe jetzt auch nicht wirklich drauf geachtet, ob da vielleicht vorher schon mal so eine Flagge rumlag. Aber sei es drum. So, ist klar, wir müssen da runter. Gibt's da hinten noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ah, doch, hier. Wie ein Geocache, was auch immer das sein mag. Wir haben ja doch so ein Upgrade, dass wir hier versteckte Sachen schneller finden können, aber... Was genau sollen wir denn damit machen? Ich vermute mal gar nichts. Wir sollen natürlich hier runterspringen. Und da steht noch ein alter LKW. Und ein bisschen Obst essen. Wir müssen auf eine ausgeglichene Ernährung achten. Damit wir hier weiterhin so fit bleiben. Und eine Schatulle haben wir auch noch gefunden. Die nehmen wir natürlich, by the way, auch noch mit. Geprägt im Jahr Meiji 6. Also 1873. Eine Münze. Nett. Ich glaube kaum, dass wir uns davon noch was kaufen können. Ah, die Lara, die sammelt ja gern so ein Zeug. Kopf, Nackenstützen und alles mögliche. Antikes Dolch und so weiter. Kann man alles brauchen. Das schleifen wir mit uns rum. Und ein Tagebuch haben wir auch noch am Start. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis, eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber, aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau, sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Der Alex, der ist ganz schön verliebt hier.
Alex, was hast du dir dabei gedacht? Dieser Ort ist gnadenlos, der Preis fürs Überleben ist einfach zu hoch, meinte Lara dazu. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns nochmal in Ruhe den Sonnenuntergang an, setzen uns ans Lagerfeuer, basteln in unseren Waffen noch ein bisschen rum und dann gehen wir bei der nächsten Folge, dann machen wir uns dann auf den Weg auf die Endurance oder was davon übrig geblieben ist. Wir können hier einen Granatwerfer upgraden, Splittergranaten. Diese Granaten setzen bei der Detonation Schallknelle frei, die Feinde in einer größeren Wirkungsradio außer Gefecht setzen. Klingt cool, machen wir doch mal. Und dann stellen wir uns hier hin, schauen die Sonne untergehen und ich verabschiede mich dabei. Ciao!